Ich glaube, ich mache hier mal eine Fackel hin, damit wir uns wiederfinden. So, wo sind wir denn hier? Oh mein Gott, noch mehr Lava. Ja, heilige Scheiße. Jesus in the sky. Hallo, Jesus? Ich sollte nicht Jesus sagen, sonst kommt hier auch wirklich, sonst kommt hier Herobrine oder irgendeine Heroine oder sowas. So, okay, erstmal Feuer löschen. Feuer ist nämlich nicht gut. Feuer ist böse. Böse, böse. Dafür habe ich mir, da habe ich mich früher immer die Finger verbrannt. Lava! Ich hätte ein Feuerzeug mitnehmen sollen, falls ein Gas uns das Portal ausschießen sollte. Was sehr unwahrscheinlich ist, aber naja. Okay, ich muss mich hier umschauen. Bis jetzt haben wir noch gar kein Gas gesehen. Was mich sehr wundert gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Scheiße, ey. Hier Scheiße, ey. Fuck. Was ist das? Ich will hier nicht runter. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Nein. Nein, aber leck. Fuck. Hoffentlich fallen wir jetzt nicht wegen dem Leck da runter. Hallo? Jemand da? Jemand böse? Wer ist hier böse? Bist du böse? Nichts böse. Ich böse. Ich lasse lieber mein Schwert ausgerüstet, falls uns etwas hier überraschen sollte. Ein Slime zum Beispiel. Weil ich wurde hier mal von einem Slime gekillt. Überraschenderweise. Die spawnen ja in so Höhlen wie diese hier zum Beispiel. Ne, ich weiß über euch Bescheid, ihr perversen Schwanzhaus hängenden, perversen Wichsen, Wichser, ja, ihr wisst schon, Wichsen. Okay, wo geht's denn so lang? Ja, es kann sein, dass hier ein Slime unten ist, aber ich muss da runter. Weil wir nach unten müssen. Hoffentlich finde ich den Weg auch wieder. Hallo? Jemand da? Ich muss zum Glück nicht befürchten, dass es hier keine Creeper gibt. Also ich musste zum Glück nicht befürchten, dass es hier Creeper gibt. Deswegen kann ich hier ganz unbedacht und hier könnten wir vielleicht nach unten kommen. Aber zuerst muss ich mich darunter graben. Oh Gott. Wir werden so sterben. Jetzt. Moment. Ich mache hier schon mal meinen Grabstein. Haben wir Cobblestone? Nee, schade. Was tut mir nicht alles für einen Brauchstand? Naja, wir haben bis jetzt noch keine Festung gefunden, aber wir müssen nach unten, um eine zu finden. So. Na verdammt, das funktioniert so nicht. Wir könnten auch darunter jumpen, aber ich... Das ist mir zu heiß irgendwie. Zu heiß, ne? Versteht's ja? Zu heiß in der Hölle. Ich mach's jetzt einfach mal. Oh! Hallo? Hallo? Oh. Naja, egal. Hier? Niemand da? Außer ihr? Hat wohl jemand gezündelt? Naja. So, jetzt bauen wir uns eine Treppe nach oben, damit wir sehen, dass es hier nach oben geht, falls wir zurück wollen. So, ich glaube, die Nether-Steine reichen dafür nicht aus. Na, ich baue es mal jetzt so, das können wir dann später noch fertig bauen, falls wir später dann mehr Nether-Stone haben werden. Jetzt laufe ich mal da und baue noch eine Fackel hin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wo ist der? Ich muss mich hier umschauen. Bis jetzt immer noch keine Festung. Leider. Leider, leider noch keine Festung. Wird der Kevin eine Festung finden? Oder wird er hier creepieren, obwohl es hier gar keine Creeper gibt? Lustig, Wortspiel. Das ist Clay, oder? Nee, Quatsch, das ist Gravel.
Naja, so sieht immerhin der normale Nette aus. Bloß fehlt's hier an Gas. Das ist normalerweise nicht so selten. Ich baue hier jetzt mal ein Ding hin, damit wir wissen, da geht's lang. Ach, wir haben hier Erde. Das können wir ja als Markierer verwenden. Das haben wir ja noch zufälligerweise noch, wo wir diesen Weg da gebaut haben. Bei unserem Haus dran, ne? Hallo, Festung! Ist das eine Festung? Nee. Sieht aber noch so aus. Ich meine, das hätte ja locker eine Brücke sein können. Naja. Na verdammt, ich bin im Kreis gelaufen. Nein. Und hier ist nichts mehr, ne? Nee. Shit, 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 shit. Ich werde mich irgendwie verlaufen, habe ich das Gefühl. Und dann nicht mehr herausfinden. Aber egal. Das ist ja nicht so tragisch. Wir gehen den Weg nach Rom. Alle Wege führen nach Rom oder in die Oberwelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo geht's denn hier lang? Nirgendwo. Wir haben noch keinen Gast. Irgendwie merkwürdig. Wahrscheinlich kommen die da alle auf einen Schlag. Die sind wahrscheinlich auf irgendeiner Versammlung, auf irgendeiner Weltherrschaftsversammlung, wie sie in die Oberwelt gelangen und uns Minecraft-Spieler dann das Leben schwer bereiten. Okay, hoffentlich dauert die Versammlung noch 2 Stunden, bis ich eine Festung gefunden habe. Ah ja, da ist ja schon der erste. Und er macht eine Dusche. Naja, duscht sich noch, nachdem er geschwitzt hat. Oh Gott, er kommt her. Er kommt her. Ist hier noch einer? Gesti. Ich werde dich vergasen. Vergessen. Egal. Ansonsten ist hier nichts mehr, außer dieser Gast. Du bist disgusting. Nein, du bist hier nicht mein Gast. Ich muss jetzt die Lava hier irgendwie blockieren. Irgendwie, ich probiere es mal, ob ich hier vielleicht eine Treppe so vorbei bauen kann. Oh Gott, das ist jetzt sehr riskant, sehr, sehr riskant. Was ich hier jetzt gerade treibe im Nether. So. Und immer noch keine Festung. Ist ja geil. Ist ja geil. Oh je. Ich habe ja jetzt irgendwie Schiss, obwohl ich im Nether gar nicht so ein Schisser bin. Vielleicht liegt es daran, dass wir hier alleine sind. Völlig alleine in der Hölle gelandet. Wir hatten keine Freunde. Deswegen sind wir hier. Wir haben uns keine Freunde gemacht. Jetzt verrotten wir hier in der Hölle. So, jetzt bauen wir noch uns nach. Jetzt müssen wir nicht da runterjumpen. Erstmal die Lage checken, wie ist die Lage? Nix, nothing. Wir kommen aus Nottingham, da ist nämlich gar nichts. So. Hör auf da rumzuspringen, du machst mich nervös. Scheiß Piggy. So, hier ist ein bisschen Glowstone, könnten wir eigentlich mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Ich nehme hier ein bisschen los damit. Aber mit einer Festung wäre ich viel glücklicher. Ich glaube, ich mache dann auch gleich wieder eine Aufnahmepause. Ich glaube, wir haben genug fürs Erste produziert, nachdem ich dieses Glowstone hier eingesammelt habe. Und dann beende ich den Part, wie gesagt, und dann finden wir hoffentlich die Festung. Und ich hoffe, wir finden auch später den Weg zurück. Ich höre zwar gerade keine Musik, aber ich singe jetzt einfach nur so zum Spaß. Oh, wir müssen was essen. Melonen. So, noch eine, okay.
Okay, dann hier noch, hier noch, hier noch, hier noch. Wie viel haben wir eigentlich jetzt am Moment? Ich schaue jetzt schnell. 1,5 Stacks haben wir. Hier sogar noch ein bisschen. Gut, das könnten wir eigentlich auch noch mitnehmen, aber erst im nächsten Part. Das hebe ich mir für den nächsten Part auf, damit ich hier im nächsten Part wieder reinkomme ins Spielen. Gut, dann mache ich hier fürs Erste in der Hölle in, Aufnahmepause. Oh, und hier ist unsere Fackel, hier kommen wir glaube ich her, oder? Egal, dann mache ich hier jetzt Pause. Hoffentlich finden wir in der nächsten Aufnahmesession die Festung. Bis dahin wünscht mir viel Glück im nächsten Part. Ciao, Leute. Oder bis gleich, ne? Also, ciao. Und hier bin ich auch wieder. Willkommen zurück bei Minecraft in der Hölle. Ja, ich würde sagen, ich schaue mich hier noch fürs Erste um. Um wieder reinzukommen, habe ich ja im letzten Part dieses Glowstone hier vorbereitet. Das werde ich jetzt gleich auch mitnehmen. Erstmal muss ich die Lage checken, falls irgendwas kommt. Irgendwelche missgeburten Viecher. Ich sag nur Piggies. Aber egal, jetzt. Jetzt nehmen wir zuerst einmal dieses Teil hier mit, ne? Das ist eine Schale, die hier vergammeln zu lassen, bis wir bei Part 100 sind und das Let's Playern aufhören werden. So, ich werde was ankündigen, und zwar wird es ab Part 50 einen sogenannten geheimen Part geben. Ich habe ja, ihr habt ja bestimmt gemerkt, ich habe die Netherwarzen und so irgendwie bekommen, aus irgendeinem mysteriösen Grund. Ich erkläre jetzt warum, was dahinter liegt. Und zwar ist es so entstanden, ich hatte einen Part gemacht, den wollte ich allerdings als Spezialpart haben, weil etwas Besonderes passiert. Und ja, deswegen hebe ich mir diesen Part jetzt für Part 50 auf. Das heißt, dieser Part, den ich vorproduziert habe, der wird der wird nach Part 50 sein, und es wird so eine Art Special Part sein, aber gehört nicht zum Let's Play dazu, aber andererseits gehört er doch hinzu zum Let's Play. Nun ja, und ich schaue mich erstmal noch um. Ich schaue mal nach, was hier oben noch alles gibt. Vielleicht ist da vielleicht sogar noch eine Festung, wenn wir Glück haben. Ich halt gerade noch ein bisschen Ausschau nach Gas. Die sind hier jetzt vielleicht überall. Und ich hör übrigens immer noch nicht wieder, was so abspielt. Das heißt, wenn mich ein Gas angreifen sollte zum Beispiel, höre ich das gerade nicht. Sondern ich werde es dann erst merken, wenn ich die Explosion höre. Ist einerseits ganz lustig und andererseits auch wieder ein bisschen scheiße. Ne, ist doch scheiße, oder? Ich laufe jetzt mal hier lang, vielleicht finde ich ja eine Feste. Falls nicht, dann werde ich wohl woanders suchen müssen. Und ich weiß auch schon wo. Jetzt schaue ich hier noch mal. Also wenn wir da runterfallen, ne, dann sind wir sofort tot, daran müssen wir jetzt nicht diskutieren. Eieiei, ich möchte da ungern runterfallen. Ungern! Aber ihr möchtet doch sicher runterfallen, ne? Ich nehme euch mal schnell mit. Ganz besonders du siehst eh so hässlich aus. So, also ich zeige es euch nochmal zur Demonstration. So wären wir geendet, wenn wir runtergefallen wären. Was wir leider nicht sind. So, ihr greift uns doch nicht an, oder? Nein, wir haben ja nur euren Kollegen runtergeschubst, ne? Ist ja völlig friedlich, sowas, ne? Auch auf öffentlichen Straßen darf man die Leute irgendwo rumschubsen, auch sie Klippen runter, das ist völlig erlaubt. Ne, da wird man nicht angezeigt dafür, das könnt ihr von mir aus ruhig machen. Und dann macht's das doch, und dann kriege ich den Anschiss von der Polizei. ja, ich werde hier... Ist da ein Guest? Nee. Ich habe jetzt schon eine Gasphobie. In Höhen habe ich so eine Creeperphobie und im Nether habe ich eine Gasphobie. Immer dasselbe hier mit mir. Immer dasselbe. Ne, du! Scheiß Ork. Ich hoffe, wir werden zurückfinden. Ich habe echt die Befürchtung, dass wir uns hier verlaufen werden und nie wieder zurückfinden werden. Was ist denn das eigentlich? Ist das eine Festung? Oder ist es nur ein normales Netherstein? Sieht nur eine Festung aus, oder ist es eine Festung? Wir sind vielleicht auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, ja, das ist eine Festung. Aha, Festung, Festung. Ich tanze erstmal vor Freude. Tanz doch mit. Na los, tanzen mit. Da, 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 da. Okay, genug rumgealbert. Wie kommen wir da jetzt hin? Ich würde sagen, zuerst brauchen wir mehr Netherracks. Netherrecke. So, jetzt hat gerade geleckt. Vielleicht ein Hinweis sein, dass da was gespawnt sein könnte. Kann aber sein, dass es mir gerade völlig
einrede und dass es total falsch ist. Und ich fange wieder an, wirres Zeug zu labern, das kein Schwein kapiert. Also ist bei mir manchmal so, wenn ich ein bisschen nervös bin. Dann redet der Kevin ein bisschen einen unnötigen Scheiß, ne? Ich muss mir jetzt ab und zu mal umschauen, weil ich jetzt ja nichts höre, weil mich ein Gast angreift. Da ist die Überraschung doppelter, wenn plötzlich eine Explosion vor meiner Schnauze steht und ich dann plötzlich in der Lava sitze und brenne. So, ich hoffe, die Netherracks reichen bis da vorne. Es ist sehr riskant, was ich da jetzt mal wieder mache. Aber es hilft nichts, ich muss da durch. Ich hoffe, ich falle da jetzt nicht rein. Wow, wow, wow. Lage checken, Lage checken. Okay.